Aufgrund meiner weitreichenden Medientätigkeiten und meiner Vorbildfunktion verlangt es leider der gute Anstand, mich zu entschuldigen. Es ist wahr, ich habe Adolf Hitler beleidigt. Damit gebe ich ein schlechtes Vorbild für alle Kinder ab. Ich gebe im Grunde überhaupt kein Vorbild ab. Wenn ihr ein Vorbild in mir sehen wollt, tut am besten genau das, was ich nicht tun würde. Während laufenden Sendetätigkeiten beleidigte ich ihn unter anderem als Affe und Diktator. Zudem gab ich an, er hätte sich in die Hosen gemacht. Wer das volle Szenario sehen möchte, hört sich bitte mein lang angekündigtes Special zum Thema Liebeslieder an. Ich wurde wiederholt darauf hingewiesen, so etwas nicht zu tun und solche Ausdrücke niemals zu verwenden. Kein Mensch verdient es, so beleidigt zu werden. Polizei, Gerichte und der psychiatrische Dienst nahmen womöglich bereits ihre Tätigkeiten auf. Als weitreichende Konsequenz kommt womöglich der baldige Schritt in die Frührente in Betracht. Ich entschuldige mich in aller Öffentlichkeit für diesen Fauxpas. Ich kann leider nicht sagen, dass mir das nicht wieder passieren wird. Jedoch wurde ich gebeten, eine öffentliche Entschuldigung abzugeben.